Sieh das gerade. Warum ist der Weg da eigentlich nur zwei breit? Hier ist er okay, aber... Nee. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Das stört mich jetzt. Das stört mich jetzt. Massiv. So, das finde ich besser. So. Das konnte ich doch nicht so stehen lassen. Das geht doch nicht. Genauso wie das hier. Boah, lass mal so. Ich könnte eigentlich auch komplett hier oben alles voll machen. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Weil das jetzt zwei breit geht. Aber der Gang hier, weil der ein bisschen länger ist, wäre ein bisschen breiter gar nicht mal so schlecht. Dann hat man nämlich hier vorne auch das richtig schönes offenes Feld. Das haben wir sowieso mit ganz viel Kühen. Hier war doch irgendwo auch noch ein Schwein, oder? Ist da nicht um die Ecke? Das ist schon wieder weggelaufen. Nee, das ist noch da. Ich glaube, das kommt doch gar nicht weg. Du müsstest ja ins Wasser springen, aber das machen Tiere ja nicht gerne. Gar nicht gerne. Ich weiß schon, warum ich heute so wortkarg bin, weil ich keinen Ton noch nicht rauskriege. Oh, hallo Kuh. Na, ist die Kuh da oben auch noch da oder bist du das? Nee, die Kuh ist auch noch da. Ich habe eine Baumkuh. Geil. Okay. Das ist genau das richtige Wort. Das ist genau das richtige Wort, um zu beschreiben, dass ich jetzt gerade überlege, ob ich jetzt noch ein bisschen was mache oder ob ich erstmal wieder eine Aufnahmepause tätigen tue. Ach, das Kies. Was machen die Kies da drin? Ich könnte die Treppe hier noch ein bisschen versetzen. Ich glaube, das mache ich gleich noch eben. Aber danach mache ich dann ja Aufnahmepause, weil das reicht dann erstmal wieder. Wenn ich eh so wortkarg bin, dann mag ich auch ehrlich nicht sehr lange weiter aufnehmen. Weh, da schlüpft jetzt ein Küken. Wehe. Gott. Monster-Goodies habe ich gar nicht. Ich habe hier so Blümchen und Samen. Gut, dann versetzen wir die Treppe. Dazu müssen wir uns erstmal hier runterbuddeln. Blindo, du kannst mir auch gerne helfen, anstatt hier die ganze Zeit rumzumaulen. Weißt du, dann geht das viel schneller. Ja, da sagt er wieder nichts zu. Oder fang Fisch oder sowas. Weil dann könnte ich dir ganz schnell eine Freundin holen. Aber das will er wahrscheinlich auch nicht. So. Schlimm ist das gar nicht. Ist ja jetzt nur so ein Stückchen weiter weg. Dann können wir hier um die Kurve laufen und dann sind wir auch schon da. Hier, diese ist ja alles nicht so tragisch. So. Der muss auch noch eben weg. Und dann gehen wir hier noch eben so runter. Die steht gerade so ein bisschen weh. Dann Treppe weg. Man könnte die Glaswand ja, die jetzt gleich auf die andere Seite kommt, auch ein bisschen bunt machen. Das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Ich versetze es einfach ganz stumpf, diese Treppe. Glas weg. Das Glas bleibt so. Dann die Fackel hier weg. Dann müssen wir gleich das Loch noch eben zumachen. Fackel hier wieder hin. Und dann holen wir uns Stein. Ein bisschen mehr, weil ich glaube, es reicht nicht. Moment, überlege ich gerade.
Ich habe eigentlich noch ein bisschen Lust, weiter aufzunehmen, aber ich muss mal eben kurz eine Pause machen, um auch was zu essen, weil ich habe Hunger. Deswegen sage ich mal, ich mache hier mal einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder in einer neuen Aufnahme, wenn ich noch was gegessen habe. Und dann machen wir hier auch mal ein bisschen weiter. Und wer weiß, vielleicht bin ich nach dem Essen ein bisschen redegewandter. Schauen wir mal. Also ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Aufnahme von Minecraft New Life wieder. Also tschüss und bis dann. So, da habe ich eine kleine Pause gemacht, wie gesagt, und ich mache jetzt einfach weiter, womit ich aufgehört habe, weil ich habe gerade heute voll Bock, Minecraft weiter aufzunehmen, also überhaupt aufzunehmen, und es ist so dunkel hier oben. Sau dunkel. Und ja, ich habe was gegessen. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen, was meine Redegewandtheit ein bisschen angeht. Aber ich glaube ganz schon, weil beim Essen ist mir so ein bisschen was eingefallen, über das man reden könnte, was ich momentan ein bisschen neu habe und was man auch vielleicht mal ausprobieren könnte. Oder was man machen könnte, eher gesagt. Nämlich zum einen, wie man ja gemerkt hat, bei meinen 100 Abonnenten Special, dass ich jetzt eine Webcam habe. Dass man vielleicht auch bei Let's Plays die Webcam einbindet. Und ich zwar noch nicht genau weiß, wie und ob ich überhaupt, weil ich bin nicht so ein Freund davon, mich selber zu zeigen. Ich mag mein Aussehen jetzt nicht so gerne. Es ist zwar nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, mein Gott, ich bin so hässlich, aber ich bin gerade nicht jemand, der sich gerne zeigt. So gerade so im Internet, wo einem jeder sehen kann, obwohl draußen kann einen auch jeder sehen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber nee. Ich bin da ehrlich gesagt kein Freund von. Aber ich würde echt gerne mal ein Let's Play machen mit Webcam halt. Und Minecraft ist eigentlich so etwas, was sich da dazu gut anbietet. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie mal hinkriege, weil ich will mir ja auch bald ein neues Aufnahmeprogramm holen, weil Fraps da rumspinnt wie Sau. Es gibt Besseres. Und das, was ich mir ausgeguckt habe, da kann man auch gleich das Video mit einbinden in die Aufnahme mit rein, dass man auch das Audio gleich mit drin hat. Und jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass die Treppe da rechts ist. Wow. Geht aber. Geht. Es ist halt bloß ein sehr enger Flur. Geht. Gut. Und, naja. Webcam halt, ne? Das wäre noch so ein Ding, was man machen könnte. Ich habe auch mir auch schon überlegt. Ich habe sogar schon auf Twitch so ein bisschen meinen Kanal ausgebaut, kann man sagen. Ich werde noch nicht streamen. Ich möchte gerne irgendwann mal streamen und wird wahrscheinlich auch Minecraft sein, dass wir so eine eigene Stream-Map haben, wo wir dann Sachen bauen und ihr mitbestimmen könnt, wie wir was machen und sowas alles und Vorschläge liefern und sowas. Dass wir dann so imaginär so eine eigene Minecraft-Map da drin haben. Bloß ob das sich alles noch irgendwann mal bewerkstelligen lässt, ich mit meinem Internet, obwohl ich kriege ja in knappen nicht mal 2 Monaten mehr habe ich neues Internet. Heißt endlich stabiles Internet und nicht immer so ein Internet, was meint zwischen 5000 und 8000, ne, so hin und her zu schwappen. Ne, weil es gerade meint, das ist lustig. Ja, ich finde das nicht lustig. Und ich brauche Scheiben, genau. Und zwar die Scheiben. Und oh, das wollte ich nicht. Rot haben wir noch. Rot, grün, orange, schwarz. Könnte man kommen. Schwarz. Rot. Ja. Hier war das noch erst die und dann kann man es. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Streams. Ich habe mir auf meinem Twitch-Kanal schon halt unterm. Nee, das war falsch. Unter dem Kanal kann man ja. Oh, das ist ein anderes Schreiben. Das ist ein anderes Muster. Das hat. Ich kann gar nicht zu dem, was ich sagen will, weil ich gerade von diesen Scheiben begeistert bin, weil die alle anders aussehen. What the fuck? Was ist das denn für ein geiles Ornament? Geil. Ja, Twitch, ne?
Würde mich mal reizen, das auszuprobieren. Einfach schauen, ob das jemand sehen will. Obwohl, ihr guckt ja auch meine Videos, von daher. Ich werde dann nicht, wenn dann spontan Streams erstmal werden und dann vielleicht irgendwann mal gucken, ob man das dann öfters mal macht. So, wir machen uns jetzt hier eine richtig schöne kunterbunte Scheibe hin. Mit verschiedenen Ornamenten drin, das sieht ein bisschen witzig aus. Das ist gerade sehr interessant. Sieht das aus? Es sieht komisch aus, weil die wieder andere Muster haben als die hier. Aber das sieht so geil aus mit dem. Ich mach die grün-orange. Also grün mit orange. Weil das sieht sonst mit den Ornamenten. Das müsste man gucken, welche Gläser, also Scheiben noch an, auch die gleichen Muster haben. Es ist dunkel. Ich komme da jetzt nicht rüber. Weil ich muss an meine Blumen ran. Ich möchte jetzt nicht die aus den Blumentöpfen hier rausnehmen. Ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Das ist geil. Naja, was soll ich da noch groß zu sagen, dass ich irgendwann mal versuchen will. Ich sag mal so, Ende August fange ich dann damit an. Bisschen zu gucken, wie das alles funktioniert. Und dann machen wir irgendwann mal Streams. Natürlich werden wir auch andere Spiele streamen. Jedenfalls ich werde andere Spiele streamen, aber was dauert. Dann könnte man vielleicht auch mal im Stream dann Child of Light spielen, weil da muss ich dann nicht so viel quatschen, weil im Stream läuft ja alles mal ein bisschen anders ab, als wenn man Let's Play aufnimmt. Irgendwie ist das ein bisschen lockerer. Ich habe gerade ein Habeauge. Moment. So, welche Blumenfarben habe ich denn noch nicht? Ich habe. Rosa habe ich noch nicht. Ich weiß ja gar nicht mal, wo was rauskommt an Farben. Wir probieren es einfach mal durch. Gelb habe ich nicht. Blau habe ich nicht. Wo kommt denn nicht welche Farbe raus? So, da kommt ja hellblaue Farbe raus. Okay, da kommt rosa Farbe raus. Und auch rosa raus. Das ist gelb. Das geht nicht. Rosa mit gelb geht auch nicht. Ich bräuchte Lila. Dazu müsste ich normales Blau haben. Habe ich aber nicht. Ne. Kommt das Margeriten ist ganz schön weiß raus? Nee, da kommt hellgrau raus. Nehmen wir mal ein hellgrau. Was kommt denn aus weißen Tulpen raus? Auch hellgrau. Was haben wir noch? Porzellanblümchen. Auch hellgrau. Rosen. Rot. Rosen ist rot. Das Mohn kommt wahrscheinlich auch rot raus. Ja, ist auch roter Farbstoff. Ganz normalen blauen Farbstoff. Lapis. Lapis. Ein Lapis. Lapis Lazuli. Farben mischen, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Wo ist meine. Hab ich kein Lapis hier? Hallo? Hab ich kein Lapis hier? Jetzt echt? Warte mal. Okay, hellgelb gibt's nicht. Hellgrau, hellblauer Stern. Hab ich echt kein Lapis? Hab ich das immer liegen lassen? Wo die Vase? Ich muss doch Lapis haben. Moment. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ich überhaupt keinen Lapis habe. Hier siehst du. Lapis. Was? Da kriegt man keine blaue Farbe raus. Was? Kann man überhaupt das Lapis-Farbe rausmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich meinte schon. Kriege ich keine normale blaue Farbe mehr raus? Tja, das ist ja Schweinerei. Da kommt der hellblau raus. Ich will ganz normalen blauen Farb. Stoff haben. Kann ich keinen blauen Farbstoff? Das ist ja gemein. Das
Das ist ja gemein. Das ist ja echt gemein. Ich wollte mich gerne auch lila haben. Ich meinte, früher konnte mit Lapis auch färben. Oder brauche ich Lapis einfach nur so? Das kann auch sein. Moment. Ist heute alles nicht so einfach. Da, geht doch, meine Fresse. Heute doch sahen. So, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Farben. Wir sollten aber nochmal ein Lapis mitnehmen, weil normales Blau habe ich nämlich auch nicht.